Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy 8. Wir haben jetzt die Feuergrotte hinter uns gelassen und Balam Stadt. Jetzt wollen wir ein bisschen Karten spielen. Wir haben ja aktuell die Ifrit-Karte, ist unsere stärkste Karte im Moment. Kann man ziehen. Gibt dann auch eine Trophäe, wenn wir, keine Ahnung, 200 Mal Chua benutzt haben oder diese Chua-Punkte. Weiß ich jetzt gar nicht. Wir sind unterwegs zu dem Mokri-Kit-Typen. Die wäre schon ganz geil, wenn wir kriegen können, die Karte. So, jetzt rein. Dann schauen wir, mit wem wir alle spielen können. Da ist er auch schon. Ah, jetzt rennt er auch so rum, ne? Muss man warten. Der Typ da rechts, der ist auch interessant. Der erzählt uns dann später was von dem Kartenclub. So. Wir warten, bis er einmal rumgelaufen ist. Da ist er schon. So, wie wär's mit einem Kartenmatch? Natürlich. Open Tauschregel 1. Wir haben natürlich jetzt, bis auf Ifrit, jetzt nur nicht so geile Karten, ne? Sieht bei dem hier ganz anders aus. Was macht nichts, wir können ja eine Trophäe gewinnen, wenn wir verlieren. Das heißt, wir müssen eine seltene Karte verlieren, dann bekommen wir eine Trophäe. So, mal gucken, ob wir es irgendwie Schadensbegrenzung machen können. So. Schauen wir mal. Okay. Jetzt haben wir schon mal gewonnen. Okay. Dann nehmen wir uns natürlich Kartenspieler. Eine Trophäe erhalten wir natürlich richtig gut. Und wir suchen uns mal eine Karte raus, und zwar eine gute. Sie sehen schon, blau, die habe ich noch nicht. Weiß, die habe ich schon. Und nehme mal die hier, die ist gut. Okay. Natürlich speichern. Wir speichern dann immer gleich nach dem Spielen, ist ja logisch. Öffnen. Ah. So. Das ist schon ein bisschen blöd gemacht teilweise mit dem Speichern, ne? Beschreiben, ja. Und jetzt warten wir, bis er wieder kommt. Die beiden brauchen wir nicht ansprechen. Die spielen in einer ganz anderen Liga. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei halbwegs brauchbare Karten. Hier rein. Zurück. Der ist ja schon. Also gut, Karten spielen. Wir sehen schon. Ah, die Mokri-Kit-Karte sogar nicht auf Anfang. Das sind aber starke Karten, das ist nicht einfach. Wir können natürlich auch defensiv spielen. Aber ich glaube, wir spielen jetzt auch ein bisschen defensiv. So. 4, 5. Na, mit der Heckenschlange kann er die natürlich drehen, ne? Das war klar gewesen. 6, 5, 5. Schwierige Sache. Ich schau mal. Fünf. Unentschieden, aber unentschieden gibt es natürlich nichts, ne? Ist klar. Komm, ein Spiel geht noch, komm schon. Ja, wenn man noch viele schlechte Karten hat, dann muss man durchschauen, dass man, oh Gott, das sind starke Karten. Dann muss man durchschauen, dass man defensiv spielt. Weil die sind schon richtig bitter, die Karten, die der da hat. Ne?
So, 3. Oh, das ist super gut. Wir sehen, er hat links eine 3. Der hat rechts nur eine 1. Also das ist natürlich jetzt auch kein so verkehrt. 5. Machen wir so. Und so. Und dann haben wir nämlich dann auf jeden Fall gewonnen. Da können wir natürlich eine gute Karte nehmen. Zum Beispiel, die ist gut, die Wild Hook Karte. Wild Hook heißt er, ne? Hook Karte, Wild Hook. Karte klein geschrieben, auch so ein Fehler, ne? Okay, er kann wegrennen, wir müssen das mal speichern. Das ist ein wichtiges A und O. Besonders wenn man die... immer renne ich dagegen, ne? Besonders wenn man die Trophäe möchte. Für die gute Karte, die man verliert, sollte man auf jeden Fall gespeichert haben. Da war schon mal 3 gute Karten. Also da lässt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr reißen. So hin und zurück. Weil ohne die Mokri-Kit-Karte brauche ich da gar nicht zu dem Quiz des Typen gehen. Dann ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Sieht schon ein bisschen besser aus, ne? Und wieder. Jetzt darf ich wieder anfangen. Ich mag das ja gar nicht. Ne? 7, 5. Okay, die können wir unten hinsetzen. Die kann man nicht schlagen, die Karte. Oh, habe ich mich geirrt gerade. Ja, ja. Dann muss ich defensiv spielen. Das hat ja alles keinen Sinn, ne? 3, 4. Schlägt auf jeden Fall. Und die hier unentschieden. Ja, unentschieden ist okay. Ist am Anfang natürlich alles noch sehr, sehr zäh, ne? Ist klar. Das gibt sich dann, wenn man ein paar gute Karten hat. Halt auch wieder gute, die Goaxil hier ganz unten. Das ist schon bitter. Was haben wir hier? Wir können die Karte nehmen. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir können natürlich jetzt mal auf Angriff gehen. 4, 2, 7. 5. Oh ja. Machen wir so. Da haben wir auf jeden Fall eine 6-4. Die kriegt er nicht. Ne, es gibt unentschieden. Weil da ist jetzt egal, was ich. Die Goaxil ist einfach zu stark. Das ist völlig wurscht, was ich da nehme. Es gibt einen Unentschieden. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Dann nochmal 5 Karten und ja, das ist wurscht, was ich da mache. Da er hier die Kümmer nehmen. 1. So, linke Seite hat er die 5. Das ist bei ihm die höchste. Können wir die hier nehmen? Genau, dann mache ich so. Und dann ist es auch wieder unentschieden. Also noch 1. Puh. Also die sind jetzt echt nicht ohne die Karten, die er hat, ne? So. Die kann natürlich schlagen, ne? Mit der... Macht aber nicht mehr. 5. Also gut. Schwierig. Oh ja. Die kann ich drehen, die Karte. Weil die Griffe kommen da nicht an. 5. Und jetzt. Na, da wieder unentschieden. Oder? Na, ich habe wieder gewonnen. Sehr schön. So. Die haben wir, Belhel, Melhel. Was ich jetzt nehmen würde, wäre tatsächlich die hier. Weil die hier ist wirklich gut.
So, speichern. Und dann machen wir mal gemütlich weiter hier. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir ruhig noch ein paar Runden spielen. Vielleicht kriegen wir ja sogar... Ah, da ist er schon wieder. So. Und wir sehen es, wir haben jetzt 4 gute Karten. Und dann können wir auch ruhig mal ein bisschen defensiv spielen. 7-2. Die packen wir hier hin. So. Die Karte, die... Ja. Die kann ich nicht drehen, die Karte. Ich habe keine... wird gehen 4 5 5 6, das geht zum Beispiel, ne? So unentschieden war ja klar gewesen, ne? Also unentschieden haben wir schon ganz ziemlich viele, ne? Also das ist schon ganz schön bitter. Ich habe vergessen zu zählen, wie viele Kämpfe ich bereits habe, weil ich jetzt zwischen 15 und 20 brauche, damit, machen wir die hier, damit es was wird. Das ist gut, das hat er gut gemacht. Da haben wir nur entschieden, ne? Unglaublich. Und bleibt da. Und mit unentschieden wird es natürlich nichts. Wir brauchen natürlich Siege, sonst. Oh, da. Sonst wird es nichts. 15 bis 20. Dann kann man gegen den Kartenclub antreten. Also die geben sich dann zu erkennen. 4, 7. Oh ja, das können wir hier hin tun. Dann ist seine Stärke 7 oben. Aber das macht nichts. Wir können 7-3. Und die hier 7-3. Okay. Das ist gut. Mal wieder eine gute Karte. Wir nehmen diesmal Tombury oder die. Wir nehmen die Tombury-Karte. Die ist cool. Das habe ich mal nicht gespeichert. Können wir hier mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 halbwegs gute Karten. So, also gut, die müssen wir überlegen. Können wir tatsächlich. Der hat eine 7 mal da oben stehen. Wir haben eine 7 unten stehen. Und wir können die dann wirklich drehen. Ne? Kein Problem. Ich sehe schon, dann hat er links eine 4. Vielleicht wurscht, kann man ja auch die hier nehmen. Das ist halt wirklich defensiv, was wir jetzt gerade machen. Wir müssen es echt so machen. Okay, die können wir drehen. Perfekt. Grande Alu. Lebensverbieter. Lebensverbieter oder den Samuel kann man schon Lebensverbieter nehmen wir mal. Perfekt. Jetzt können wir auch speichern.
Nutella. Und jetzt gehen wir natürlich wieder hier hinten hin. Und dann laufen wir nochmal zurück. Dann schauen wir mal, ob wir die Mogri-Gift-Card kriegen, damit wir wenigstens einen Erfolg haben heute. So, Ifrit. Sehr geil. So, er darf anfangen. Hat aber gute Karten am Start. Da müssen wir mal schauen. 7. Wir spielen mal ein bisschen offensiver. Oh, da habe ich 2 gedreht, hä? Wahnsinn. Ja, okay. Kann man so machen. Unentschieden. Ja, im Notfall ist ein Unentschieden ja auch nicht schlecht. Aber er bringt die Karte gar nicht mehr, ne? Seine Mogri-Kit-Karte. Schade. Vielleicht. So, 7. Ich kann jetzt nur hier drüben drehen. 5, 7. So, 7 schlägt 3, ne? Und die haben wir. 3 schlägt 1. Und das setzen wir hier rein. Focarol, Grande Blotzo, Grande Alu ist eine gute Karte. Die behalten wir. Komm, bleib stehen. Oh, hab ich den hier? Ja, ich weiß, die CC-Freaks. Und wenn du von denen aufgefordert wirst, das ist das größte. Hab ich den Typen da angesprochen. Schon bitter. Also gut, schauen wir mal, ob der Kleine nochmal vorbeiläuft. Scheint ja nicht. Wo bleibt er denn? Also nochmal. Ja, so wie es aussieht. Ist gerade erst mal erledigt, dann müssen wir wohl mit der Story weitermachen, wenn er nicht beikommt. Was natürlich schade ist. Irgendwo. Probier es jetzt noch einmal. Ah, da ist er. Komm her. Hat er das falsch gemacht? Immer noch nicht, ne? Also wir defensiv spielen. 7-2. Oder auch nicht, ne? 5. So, da ja. Ja, der ist natürlich jetzt dann klares Unentschieden, ne? Das ist halt echt. Komm her. Wir probieren es jetzt nochmal. Er bringt es einfach nicht mehr, ne, diese Mogri-Kit-Karte. So, 5, 7, 4. Das ist natürlich jetzt eigentlich völlig egal, was wir nehmen, ne? Können wir die eigentlich auch schlagen, die Karte, dann können wir die irgendwo hinsetzen. 3. 4 schlägt 3. Da kann er natürlich die jetzt schlagen, ne? Er kann das oder so machen. Ich nehme mal die hier. Genau, siehst du. 5-5. Unentschieden. Einmal machen wir noch.
nur unentschieden bisher. Da ist er dem Mo Cricket Carter. Und er darf anfangen und seine Karten sind sich so gut. Okay, wir spielen natürlich offensiv. Die 4. 6 schlägt 4. 8 schlägt 2. Und perfekt. Wir haben den Mo-Cricket-Karte. Die Mo-Cricket-Karte. Perfekt. So soll es sein. Jetzt wird gespeichert. Sehr schön. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei fantastische Karten. Und 4 gute. Jetzt gehen wir in die Mensa. Jetzt wollen wir nur noch zeigen. Das erzähle ich die ganze Zeit schon mit dem. So, Mensa. Wir können das nämlich anklicken. Und dann gehen wir automatisch dorthin. Müssen wir nach oben laufen. Und wie gesagt. Das sind die Typen hier am Tisch. Ich glaube, der hintere ist es, ne? Den hinteren müssen wir ansprechen. Ah, Drehbefähigung Nummer 1. Klar, der hat die Quistis-Karte. So, das sind aber gute Karten, die er da hat. Wird wohl schwierig werden. So, 6. Schwierig, 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 schwierig. Kann ich eigentlich auch gleich so eine Karte nehmen? Weil die AI dreht. Ich mach das so oder so. 7. Okay. 3 und 4. Ich sage, das sind manchmal solche Duelle. Da muss man einfach auf Unentschieden spielen. Sonst bringt es halt einfach nichts, ne? So, wollen wir ein Spiel spielen? Ja, wollen wir. Okay. Die Karten sind jetzt schon nicht mehr ganz so gut. 6, 9. Können wir aber auch so machen. Das ist einfacher. 2. Okay. 6, 4. 7, 5. Okay, also da kann jetzt nichts mehr drehen. 7-3, das ist war's gewesen. Schattenkrieger. Invictus. Invictus ist eine ganz gute Karte. Wobei hier Bix und Wedge auch gut sind. Ich nehme die Invictus erstmal. Okay, unglaublich. Lass uns mal wieder spielen. Freilich. Da haben wir schon die Victus-Karte und die Quistis-Karte, die kommt als nicht bei. Mitten rein setzt das er mitten rein. Das ist ein Vogel. Was haben wir die stärkste? 7 hat 7 oben. Schwierig. Wir machen das so. Schwierig, schwierig, schwierig. Der weiß schon, wie man das macht, ne? Da muss man jetzt echt gucken. 7, 3, 9. Der kann auf jeden Fall meine Tomberry-Karte drehen. Ja, das ist jetzt egal, ne? Weil der hat jetzt gewonnen. Das war jetzt völlig egal. Aber jetzt kriegen wir eine neue Trophäe kriegen wir.
Genau, Verlierer-Trophäe haben wir jetzt bekommen, weil wir eine gute Karte verloren haben. Das ist auch okay. Jetzt wird dann einfach neu gespeichert. Alte Speichern aufgerufen, dann machen wir es ganz von vorne beim nächsten Mal. Bis dann wünsche ich euch was. Macht's gut.